Leute, was geht ab? Hier ist der Lance heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar heute mit Freaky Freestyle Friday Nummer 15. Einigen von euch wird es aufgefallen sein, letzte Woche ist es leider ausgefallen. Für diejenigen, die mich bei Facebook geliked haben, die wissen Bescheid warum. Da habe ich das nämlich geschrieben, auch ein paar Fotos gepostet. Komme ich später noch dazu. Auf jeden Fall, ja, hatte ich letzte Woche Geburtstag und habe da spontan mehr oder weniger entschlossen, wegzufahren, war dann für ein paar Tage in Italien, am Gardasee, ein bisschen chillen und so. Und ja, war richtig geil, auf jeden Fall. Ja, deswegen letzte Woche kein Video, genau. Was ist passiert so die letzten zwei Wochen? Wie gesagt, ich hatte Geburtstag, bin geschmeidige 30 Jahre alt geworden, Leute. Gebt euch das mal, 30 Jahre. Woo! Wahrscheinlich bin ich doppelt so alt wie einige von euch, aber naja, drauf geschissen. Und das geht's aber heute nicht, sondern, ja, was ist noch passiert? Hier, FC Bayern Basketball ist deutscher Meister, Alba Berlin besiegt, mega geil. Ich konnte bei der Entscheidung leider nicht im Stadion sein, weil die auswärts in Berlin das Ding klar gemacht haben, deswegen ging das leider nicht, aber egal, Hauptsache deutscher Meister zum ersten Mal, ich glaube seit 1955 oder irgendwo, also ewig her auf jeden Fall. Und ja, WM ist losgegangen, wisst ihr auch Bescheid. Achtelfinale, Deutschland eingezogen und so weiter. Habe auch viel geguckt, eigentlich fast so ziemlich alles. Oft auch die Spiele um 12 noch, obwohl ich relativ früh aufstehen muss. Deswegen schaue ich auch in letzter Zeit ein bisschen müde aus, aber naja, was soll man machen? Was ist noch passiert? Ach ja! Richtig geil auch. Gestern ist mir echt zum ersten Mal passiert, vorgestern war es, am Mittwoch, habe ich nämlich noch Karten geholt fürs Public Viewing hier in München im Olympiastadion. Habe ich mir, gestern Deutschland gegen die USA angeschaut und da habe ich die Tickets abgeholt und da hat mich da tatsächlich ein Abonnent erkannt und er war richtig witzig auf jeden Fall. Ich gehe so hin, sehe so, wie mich jemand komisch anschaut und denke mir so, hä, was ist los? Und auf einmal so, Lenz? Und ich so, ja, was geht? Und so, hi. Und ja, bla bla, ich bin Classic und so. Classic, Gruß an dich. Mit dem habe ich auch schon öfter mal geschrieben und auch schon gezockt, aber voll lustig. Wir haben uns halt Real Life so noch nicht gesehen und ja, war eine richtig lustige Erfahrung mal. Das war es eigentlich schon so ziemlich, glaube ich. Ach, zum Trikot noch. Vielleicht haben es einige schon gemerkt, das ist ein Marseille-Trikot. Aber keine Angst, ich heg da keine Sympathien oder so. Ich fand einfach das Trikot damals geil, deswegen habe ich das gekauft. Und ja, ihr wisst Bescheid, ich sammle das so ein bisschen, deswegen... Genau, heute mal das. Ohne jeglichen Grund. Aber das Gameplay läuft schon ziemlich lange, sehe ich gerade. Fast 3 Minuten und ihr wisst noch gar nicht, worum es geht. Es ist auf Sovereign, er spielt, hat mein guter Freund, der Zion. Ist ein, ich glaube, 51:3 oder irgend sowas. Auch ein schöner Cam dabei mit der MSBS und so. Also, jo, schönes Gameplay. Danke nochmal an dich, Zion, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Link zu seinem Kanal ist natürlich in der Beschreibung. Aber wir haben nicht so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach gleich mal an mit den Fragen. So, als erstes haben wir den Kai Chor. Er hat gefragt, schaust du auch bei amerikanischen YouTubern vorbei? Das glaube ich, habe ich schon mal beantwortet. Ich habe angefangen damals mit amerikanischen YouTubern, also mit YouTube gucken halt und ich schaue immer noch einige von denen. Aber die zweite Frage, findest du, du bist gut in Ghosts wie L.E.A.? Muss ich erstmal schnell einen Schluck trinken. Ach, sorry Leute, wenn zu trocken im Mund. Besser als L.E.A. Keine Ahnung, ich finde eigentlich, L.E.A. ist nicht so gut. Der war früher, MW2-Zeiten oder sowas. Ja, da ist er noch ein bisschen abgegangen, aber jetzt ist er eigentlich so ein Durchschnittsspieler. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich viel besser bin als ein Durchschnittsspieler. Aber da gibt es auf jeden Fall bessere als L.E.A. Die so richtig abgehen. Aber er ist auf jeden Fall ein guter. Rudy Rotzen hat gefragt, erstmal danke an dich, du weißt, was du geschrieben hast. Die Frage, gehst du auch manchmal Sportwetten und falls ja, welche Sportart wettest du so am meisten? Also ich muss sagen, ich habe ja im Moment Sportwetten eigentlich
gar nicht mehr so. Ich habe das vor ein paar Jahren ein bisschen gemacht. Da habe ich mit ein paar Kumpels von mir, haben wir uns immer die Bundesliga angeguckt, in der Konferenz und haben davor halt immer auf die Spiele gewettet. Und das war immer endlustig, weil halt da ja viele Leute dabei waren und dann alle haben was anderes getippt und so und mich mitgefiebert. Das war cool. Aber habe eigentlich noch nie was anderes getippt außer Fußball. Und ja, im Moment tippe ich eigentlich so gar nichts. Genau. Dennis Sirkeci, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, hat gefragt, wann hast du Geburtstag? Ja, wie gesagt, ich hatte letzte Woche, um genau zu sein, am 19.06. Genau. Marlon Ebert hat gefragt, hast du eigentlich Dead Rising 1 oder 2 gezockt? Nee, habe ich leider nie gezockt. Keine Ahnung warum eigentlich. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich immer Call of Duty gezockt habe. Aber nee, Dead Rising 3 ist mein erstes Dead Rising. Ich habe ein bisschen Gameplay angeguckt natürlich, aber selber gezockt hatte ich es noch nie, 1 und 2. Genau, Hans Bulgert fragt, hey Lenz, habe eine Frage, wirst du mal so Infamous oder so Let's Playen? Also mit Infamous habe ich irgendwie gar nichts am Hut, wie ihr wisst, weil ich hatte bis vor kurzem noch nie eine PlayStation, jetzt die PS4 eben. Auf jeden Fall, ja, Infamous habe ich noch nie gezockt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ob das gut ist, ob das was taugt. Und ja, deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht Let's Playen, weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals spielen werde. Und zu Let's Plays allgemein, glaube ich, habe ich schon einiges gesagt. Wenn reges Interesse an irgendwas besteht, dann müsst ihr mir das einfach sagen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare oder sonst irgendwas und dann schaue ich, was sich machen lässt. Aber so ist erstmal nichts in der Richtung geplant. Best 8061 hat gefragt: Bist du tätowiert? Nee. Ich hatte es mir mal überlegt, aber keine Ahnung, ich bin nicht so der Freund von einem Tattoo irgendwo. Wenn, dann würde ich es völlig übertreiben. Aber nee, irgendwie habe ich mich dann doch nie dazu durchgerungen. Keine Ahnung. Werde mich wahrscheinlich auch nicht mehr tätowieren. Auf meine alten Tage. Raphael Vorbrigger hat gefragt. Ich weiß ja, dass du kein Auto mehr hast, aber wenn du so viel Geld hättest, dass du dir jedes Auto holen könntest, welches würdest du dir holen? Boah. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich so gar nicht der Autofreak oder so, der, ja, dem Autos viel, wie soll ich sagen, ja, der Wert auf ein Auto legt oder auf ein gutes Auto. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Also wenn ich unendlich viel Geld hätte, dann würde ich mir, ich weiß es echt gar nicht. Keine Ahnung, echt. War wahrscheinlich dann schon irgend so was Dekadentes wie ein Bentley oder ein Rolls-Royce oder sowas. Also auf Ferrari, Lamborghini, die Schiene, weiß nicht, fahre ich nicht so drauf ab. Ich mache eher so die bequemen Autos dann. Ja, genau. So viel zu den Autos. Denis Sirkeci, der war schon mal da. Was hältst du vom Fußball? Weiß nicht. Also das habe ich schon ziemlich oft gesagt. Ich habe selber ewig lange Fußball gespielt, schaue alles Mögliche. Müsst ihr auch in dem Video jetzt schon mitbekommen haben, dass ich mit Fußball ein bisschen was im Hut habe. Ganz genau. Michael J. und V Madre haben beide gefragt, spielst du League of Legends oder Dota 2? Ich habe League of Legends mal ein bisschen gezockt, Level 7 oder so, aber ich bin der Enter-Noob, deswegen macht es keinen Spaß, wenn man von Mitspielern nur angekackt wird die ganze Zeit. Und irgendwie, keine Ahnung, habe ich nicht die Zeit und die Lust, mich da reinzugeizen. Ja, bis ich da gut werde im Game. Ich habe früher bei Warcraft 3 habe ich das Dota, den Dota-Modus da öfter gespielt. Weiß nicht, Dota 1, glaube ich, ist das dann wahrscheinlich. Das habe ich mal ein bisschen gezockt, aber war da auch nie so richtig exzessiv dabei. Also, wie gesagt, war nicht so mein Ding. Genau. Dann, wie lange haben wir denn eigentlich noch? Lass mal gucken. Boah, nicht mehr so lange. Mit den Fragen kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Mal schauen, wie ich das mache. Ja, ihr wisst, schon öfter passiert. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht, weil einige von euch stellen dann mal so richtig interessante Fragen, über die man auch ein bisschen mehr erzählen kann. Vielleicht mache ich da mal so, ja, wie gesagt, wenn mir da eine Frage mal gefällt, dann haue ich da vielleicht einfach mal so ein 5, 6, 7 Minuten Video raus zu der Frage. Mal gucken, vielleicht ist da noch eine dabei, dann schaue ich mal, weil ich komme sowieso, wie gesagt, nicht durch. Boah, genau. Ach, weil ich ihn gerade liegen sehe, die mich hier nicht haben bei Facebook, die wissen auch gar nicht, dass ich zum Geburtstag hier einen mega geilen Scuf One Controller bekommen habe.
Und by the way, auch eine mega geile Torte. Also, wenn ihr da Bilder dazu sehen wollt, Facebook-Link in der Beschreibung, könnt ihr mal vorbeigucken und euch die Fotos anschauen. Feindaufgabe. Ach so. Ja, Gameplay ist aus, dann komme ich zu gar keiner Frage mehr. Verdammte Scheiße. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns einmal im nächsten Video. Ich werde jetzt meinen Scuff gleich ein bisschen einspielen. Und genau. Haut rein. Euer Lenz. Wiederschau.